Also das hat schon mal überhaupt nicht funktioniert. Also, am Erdstamm das erste Stückchen weg, kannst du vergessen. Kannst nicht spalten. Das ist nichts gescheit. Jetzt tue ich nur mal 40 cm weg. Und dann schaue ich, ob das zweite Stück besser geht. Also in den ersten, da war ein Drehbox drin, das gab es so gar nicht. Das ist brutal. Das ist wahrscheinlich so. Also wenn ich da draußen habe ein paar Lärcher nachgeschaut, die haben alle da von unten weg, die 50 cm, die sind alle so verhurnackelt und dann wird es besser. Und darum schneide ich jetzt von dem Stamm da. Ja. Von dem schneide ich Nummer 40 cm runter. Und dann probiere ich das nochmal zu spalten. Aber das letzte ist nicht gegangen. Weil es gut jetzt mehrere Ursachen haben. Entweder weil einfach der so viel Drehwuchs hat, dann liegt es am Holz. Sieht man aber von außen nicht, weil das Rindenbild ist relativ gleichmäßig. Naja, wenn ich jetzt hinschaue. Dann sehe ich schon einen Drehwuchs, muss ich sagen. Wenn man da so also leicht drüber schaut, ist es ein Drehwuchs. Wenn es nichts ist, ist es nichts. Dann tue ich noch aufs Sägewerk drauf. Ja. Also das ist Holz kann jetzt das Problem sein, dass ein Drehbuchs drin ist. Oder es ist nicht nass und nicht zu drucken. Also man sagt allebei, zum Spalten war es am besten, wenn es grill war oder bloß ein Drucker. So. Wie kriegst du jetzt das hin? Also im Prinzip, wahrscheinlich ist, wenn du das Grill nimmst, leichter, als wenn du das bloßen Drucker nimmst, weil so ein Stamm, der drückt ja ewig und drei Tage nicht durch. Also das ist wie gesagt, ich habe das auch irgendwie gelesen und sei und war und habe jetzt da nie große Vorkenntnisse, ich bin da kein Fachmann nicht. Also das heißt, Grill war am besten, ich war jetzt Grill, also zum Spalten perfekte Zeit, würde ich sagen. Ne? Ich sage auch 9 Monate, 12 Monate liegen lassen. Das verstehe ich aber nicht, weil dann bin ich irgendwie doch zwischendrin, zwischen Drucker und Grill. Und dann lässt sich doch ein Holz nicht spalten. Meiner Meinung nach, wenn ein Holz Grill ist, dann spaltet das mit Sau, dann fliegt es direkt auseinander. Mit denen jetzt einmal nur 40 cm Stück runter, weil die hat 5 Meter gehabt. Das heißt, ich habe dann 2x 40 cm runtergeschnitten, 80 cm. Dann habe ich noch 4 Meter, dann kann ich noch schön am Sägewerk schneiden, dann habe ich nur eine Einheitslänge. Das passt auch. Also, verlieren wir nichts, das passt wunderbar. So, schneiden wir mal runter, schauen wir, wie der Spalten ist. Oh, ich schätze, es ist ein bisschen ein Drehwuchs. Na, kannst du vergessen. Dann haue ich es aufs Sägewerk drauf, dann mache ich schöne Ganzhützel. Also, verloren ist er nicht, aber ich kann keinen Schindel machen. Das ist mein Problem, aber ich möchte Schindel machen. Ja, also, schauen wir mal, ob jetzt die Geschichte endlich ein Ende findet oder nicht. Ja. So, jetzt habe ich das Scheiß nachgespalten wieder, viertelt. Oh, ich brauche so viel Kraft, unglaublich. Das zum Massen anschlagen, das ist wirklich mit den Kahl. Oh mein, ich weiß, die Kahle treibt. Aber jetzt meine ich, allebei haben wir mehr Glück. Also jetzt meine ich, ist der Drehbuchs fast heraus, als wenn wir da rein schauen, relativ sauber runtergespalten. Da, oder? Ja, auch. Da hinten ist ein bisschen nur schlecht, aber das ist alles im Rahmen. Herzriss ist auch sauber da. Super! So ist das, geht's weiter. Wie bekannt. Splint wegspalten. Ja, und dann Schindeln erst einmal. Also, mache ich mal weiter. Splint weg. Kern weg. Und dann habe ich mein Rolling für die Schindeln. Ja, ich glaube, dass wir Glück haben. Da, wenn man da oben schaut, ist relativ gut. Ja. Wunderbar. Sauber. Weiter geht's. Schauen wir mal. Bin ich gespannt. Ich habe mich mit der jetzt schon runtergespalten, den Splint. Habe ich schon runtergespalten. Geht wie Bude. Das ist bei einem anderen nicht so gegangen. Hey, jetzt schaut's mal. Pass auf. Jetzt pass auf. Wahnsinn. Hör dir. Treibst du rein. Siehst du schon. Wie es richtig ausgepfitscht. Nicht? Muss gar nicht weit rein. Hat schon geschnalzt. Und Herz. Gut. Weiter. Ha, jetzt passt auf. Jetzt passt auf. Ja. Oh, hört man schon. Wenn man der Hackelstühle nicht runter geht, wird alles gut.
Urschlich. Gehung. Schauen wir. Das Obergeld. Das geht runter, weil ihr Wurst haut. Schaut euch das an. Schau mal her. Schau, wie sie die Spalten lässt. Also, ich glaube, da haben wir Glück gehabt. Steh drin, wir sind sau gut. Und wahrscheinlich die nächsten auch. Also, ist wirklich bloß die erste halbe Meter vom Boden weg. Nicht? Vom Boden weg. Der erste halbe Meter kostet nicht hernehmen. Für Schindel machen. Es ist gut. Spalt die auch noch weg. Das merkst du schon, wenn es leicht geht, dann spalten sie die weg, dann springt es direkt weg. Da bin ich echt gespannt jetzt noch. Ha! Jawohl! Schaut euch das Holz an. Schaut euch das Holz an. Da ist jetzt nur ein bisschen ein Splint dran, okay. Aber das rufen wir dann weg, das passt du. Zwartzbrickel haben wir schon. Jawohl! So, jetzt bin ich gescheit froh. Jetzt habe ich meine Rolling da wunderbar. Wunderbar gegangen. Super. Kehren aus, Splint weg. So, passt. So, jetzt geht's weiter. Mit meinen Rolling. Was tue ich jetzt da? Da habe ich jetzt mir so einen Hammer bastelt. Ja? Ich weiß nicht, ob ich das letzte Mal schon gezeigt habe, ich glaube nicht. So ein Hammer. Und mit dem Hammer, der schaut folgendermaßen aus. Das ist einfach bloß ein Eschener Hanikel. Da unten ist ein Ostro und ein Eschener Stuhl. Reingebohrt, reingesteckt und da noch Schramm durchgehaut. So. Warum da so ein Ost dort ist, weil dann ist das da ein bisschen, ja, kann mehr raufnehmen, wenn es drauf trischt, weil das ist ein Hammer. So. Und Dreschfläche, so hör mal, ist auch breiter, ne? Ein bisschen. So, und dann habe ich da ganz was Feines. Und zwar ein Schindelmesser, mein Schindelmesserl von der Firma Müller. Ich kann es bloß empfehlen. Ein super Teil. Ich habe schon ausprobiert an der Fichten. Ich habe mal Fichten gespalten, hätte ich haut durch mit Zau. Natürlich ist er schnell drauf, mit Zau, der ist unten nicht gegangen. Also, das ist absolut Wahnsinn. Ein Biber Classic S ist ein Handgeschmitz. Ich wollte unbedingt ein Handgeschmitz, weil das einfach, das ist ein Handwerk und das muss erhalten bleiben. Das bin ich der Meinung. So. Das ist einfach ein Wahnsinn. Also, da, wenn du drüber fährst, ich bin der ein Stall. Wie schön, dass du so einen Stall bringst. Ich bringe mein Lepper nicht hin. Schau da mal her, du. Mein Letter. Also, wenn du drüber fährst, ja, schau mal einen Stall an, was der für Riefen drin hat. Mein Gott, nein. Also, wirklich. Ja. Schön einbrennt. Oh, das ist auch super, ey. Wenn man noch so was hinbringen kann. Und natürlich Handgeschmidt, gell. Das sieht man auch. Das sieht man. Und mit dem. Super Messer, wie ich jetzt da einmal die Schindeln überspalten. Und das funktioniert auch so. So werden die Schindeln jetzt noch übergespalten. Zack, 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 zack. Ja, die spalte jetzt einmal, da suche ich noch ein bisschen was dazu, da ich so. Ja. Also mit meinem Hackel bin ich überhaupt nicht zufrieden. Da geht mir der Stuhl runter. Jetzt habe ich da vorne schon was eingemacht. Ne? Muss ich wieder ins Wasser reinlegen, aber der Zustand ist das auch keiner. Also der Stuhl ist auch nicht mehr der beste. Oh mein. So lange hebt er. Ne? Habe ich selber gebaut einmal. Ist jetzt von der Form her ein bisschen anders, weil da habe ich mich aber schwer da zum draufdreschen. Wenn man es so nageln muss. Ne? Da habe ich mir da sowas hergebaut, dass das ein bisschen ergonomischer ist. Dann kann man da besser nehmen. Dann rutscht er nicht so aus der Hand. Ja, dann kann man da besser, wenn du eine schwitzige Hand hast, hast du einen besseren Grip. Ne? Nee. Wäre so nicht mehr machen. Auch verrüber können. Lohnt sich nicht. Aber den habe ich schon lange dran. Das ist auch Eschener. Ja, so, und da habe ich meinen Spaltdruck, das kennt ihr schon. Aber jetzt haben wir die Schindeln runter. Und da, das darf ich nicht vergessen, da haben wir auch was gebaut. Extra für Schindel machen. Aber wie das jetzt funktioniert, das zeige ich euch jetzt noch gleich. Jawohl. Schaut jetzt komisch aus, ich weiß, ob ich bin Anfänger. Ist so. Jeder fängt einmal an. Jeder fängt einmal an. So, jetzt. Knapp gemacht, oder? Ich
schon gepackt. Natürlich. Das ist aber Oberdresch. Ach, das schaut total scheiße aus. Ne? Aber es ist halt so. Jeder fängt einmal an. Keiner ist vom Himmel gefallen, nicht? Das ist aber was da. Du, das meine ist mein neues Hobby. Schaut euch den Schindel an. Ist jetzt ein bisschen dicker. Ist jetzt ein bisschen dicker. Das ist 2 cm. Das ist dick. Das ist dick. Ja, das ist dick. Mei, ist so. Ich bin nicht geübt. Aber schau dir das an da. Stehende Jahresringe, genauso muss es sein. Zweite Schindel. So, und jetzt passt das drum da rein. Seht ihr das? Das passt jetzt da rein. Und jetzt, nächste Schindel. Nicht mehr so dick. Nicht mehr so dick. Da muss man ein bisschen Gefühl kriegen. Da muss man Gefühl kriegen, wie dick. Ja, jetzt bin ich eh schon. Aha. Gut. So, also, das heißt, ich stehe das jetzt da mal ein. Und jetzt geht's auf. Jetzt passt's auf. Jetzt haben wir da gleich eine. Bam! Und vorn und hinten und vorn und hinten und vorn. Richtig schön. Richtig schön eintreiben. Und jetzt kommt's. Das Blechel ist noch zu groß. Nein, ist nicht zu groß. Habt ihr gesehen? Man kann das dann draußen dagegen drücken, in den Spalt rein, und dann muss man die Schindelmesser herdrücken, zack, und dann spaltet sie sich auf. Dann spaltet sie sich an. Aber, dass sie nicht anfliegt, zack, dann ist vierte Schindel. So geht's. Schauen wir mal, Kontrolle, ja, siehst du das? Und oben. Ziemlich gleich. Unten ist ein bisschen anders. Aber es ist. Lecher ist einfach ein Lecher. Gott, was du willst. Aber sie ist relativ gerade. Ein bisschen ein Drehwuchs haben wir drin im Baum. Aber die putzen wir. Dritte Schindel! Jawohl! Super! Nächste! Jetzt macht Spaß. Und das Zeug, das ist das beste Anzündmaterial. So, her damit. Oh, die Schindelmauer! Die darf nicht reingelaufen. Das ist sau schön auf diesem Mauer. Das ist Wahnsinn. So, jetzt spalten wir da nochmal eine oben. Jawohl! Jetzt pass auf, du. Nicht zu dick, sonst bringen wir nichts aus dem Baum. Gell? Jetzt. Ja, go! Und drauf. Das wird schon, du. Das wird schon. So, jetzt da einer damit und schau her, wie das geht. Da brauchst du gar nicht viel Kraft. Das ist der Trick. Und zack, und da ist die Schindel. Das ist der Trick. Schau her, was die für Schindeln sind. Du, das ist der Wahnsinn. Das taugt mir jetzt. Das hat hingehauen. Das ist unglaublich. Also da bin ich jetzt echt froh. Das geht. Schau her. Hoffentlich bringen wir da einige raus. Die vierte Schindel. 4 Schindeln. Wahnsinn. Nächste. Das ist ein Wahnsinn. Das ist wie eine Sucht. Wenn du eine mal runtergerissen hast, das Oberspalten, wie schön das geht. Wenn man natürlich bloß das Schätzen von der Dick, da muss ich noch schauen, dass ich da schon ein bisschen weiter so mittig ansetzen, das Messer, mittig ansetzen. Dann kann man vorne und hinten schön drauf dreschen. Vielleicht doch ein bisschen mehr hinten. Das ist schwarz. Dann muss es drin sein, jawohl.
nicht drin. Die Übung fehlt, die Erfahrung fehlt. Die Erfahrung ist ja nicht so da. Ist ja so. Ja, jetzt schauen wir mal nochmal. Ein bisschen mittig, dass ich hinten und vorne drauf dreschen kann. Und viel dreschen müssen wir gar nicht machen. So, zack, und da drauf und hinten. Schauen wir mal, ob wir schon drücken können. Ne? So, jetzt wenn das da in den Spalt drin ist. Das ist echt der Trick. Der Trick. Dann müssen wir gar nicht weit einspalten. Ja, gar nicht weit. Geht man da her auf den Hebel, da, so. Und dann drückt man mit da oder Endtumme mit der Hand. Und da drückt man zu sich her. Wenn das hier hat, dann passiert das. Und zack, dann ist es herunten. Zack. Da bringen wir nur eine raus. Ja, Frau. Da bringen wir nur eine raus. Da bringen wir nur eine raus. Und dann ist es gut. Erst immer sitzen. Das ist eine tolle Sache da. So muss es gehen. Genau. Zack. Fertig. Fertig. So, und die Andol da. Die Andol kann man nicht mehr verwenden. Brennholz. Leider. Leider Brennholz, oder? Nein, weil die Schindel, das ist nichts mehr da. Aber trotzdem, nein, ich spalte nur eine oben. Ich spalte nur eine oben und der Rest dann ist nichts mehr. Ich hole alles raus, ich hab gesagt. Ich hole alles raus, aus den Schindeln, aus der Löcher da. So, dann jetzt. So, da oben. Zack. Und oben. Jung schon. Zack, aufreißen. Das war's. Fertig. So, zack, letzte Schindel. Ist zwar jetzt ein Klo, aber das kann man vielleicht brauchen. So, und das ist jetzt leider ein Brennholz. Schade. Beste Holz da. Kommt dann uns auf den Haferl hin. So, also ich bin echt zufrieden mit dem Messer, top. Und deren Hammer, der geht. Wahnsinn. Hätte ich nicht gehabt. Der taugt. Für das taugt er. So, ich habe mir da ein kleines Weicherl gebaut und die habe ich da aufgelegt, dass ich es hin und her schwimmen kann. Dann jetzt meine Schindeln drauf, ein Schmöller, ein bisschen dicker. Das waren die Anfänge und ein bisschen breiter. So, und da ist mein Wurzelbink, Schnitzbink halt. Habe ich mir gebaut, einfach so in den Schraubstock rein, zum Einspannen. Ist einfach im Prinzip das gleiche, wie man es kennt halt. Bloß, dass ich das Auslern habe, mit drauf sitzen, weil ich tue mir da drei so Werkzeugkäfer aufeinander, da kann ich drauf hocken, das klang. Und da ist der da reingespannt, dann sparen wir das, wo ich drauf sitze, das brauche ich nicht. Ne? Und da ist das Prinzip dasselbe, da hast du oben so ein Ding und unten so mit dem Fuß zum Hindrucker. Ne? Und oben kannst du noch eine Schindel einklemmen. Ganz einfach. Nehmen wir mal eine her, so eine Schindel. Ne? Ja, so einer, zack, mit dem Fuß und drauf drehen, dann ist das klebend. Und dann kannst du mit dem Schnitzmesser kannst das anziehen. Und wie ich das anziehe, das zeige ich euch jetzt. So, wie gesagt, dann nehme ich jetzt einmal so eine Schindel, ja, so eine Schindel, wo ist der hergekommen halt. Ne? Und dann spanne ich die da rein, mit dem Fuß und drauf drehen, dann riert sich die nicht mehr. Nicht? Und dann schnitze ich da oben. So, und wie schnitze ich jetzt da? Also es gibt Seiten, die da oben liegt, also außen und innen, Innenseiten. Wenn man drüber fährt, dann spannt man es gleich, die ist weich und die ist hart. So, die harte Seite natürlich außen, weil widerstandsfähiger. Ja. Und dann wird geschnitzt. Und zwar der obere Doll. Bei der Seite, die bei außen liegt, der obere Doll zur Hälfte. Und auf der Hinterseite, wenn man es umdreht, die wo dann am Dach liegt, die ganze Seite plan machen. Das hat den Grund, weil ja die Schindeln aufeinander liegen. Dreifachdeckung. Ja, so, aufeinander. Sagen wir mal so, anteilt. Nicht? Und der Teil, der den wir mit dem Rohrmesser anziehen, von der unteren Schindel, dass die andere sauber aufliegt. Weil die andere ist ja auf der Rückseite schön angezogen. So legen die schön aufeinander. Ja, und ja.
ist das einfach eine solide Sache. Nicht? Ja, und dann gibt es nur eine Sache, und zwar Phasen. Phasen hier machen, das heißt unten eine Phasen anziehen, dass das nicht so ist, sondern da halt eine Phasen anziehen, das zeige ich euch gleich nochmal. Und zwar auf der Seite, die bei außen ist. Ja, also drüber in Himmellaufe schaut, auf gut Deutsch gesagt, da gehört sich halt dann eine Phasenhitzung, da gehört sich das weggenommen. Dann geht das Wasser runterlaufen an die Phasen her und dann kommt Kapillarwirkung und zieht es hinten an die nächste Schindel hin und dann läuft es an der nächsten Schindel ab. Und wenn wirklich nochmal was durchläuft, bei Kapillarwirkung ist brutal. Es kommt auf Dachneigung auch drauf zusammen, wenn du recht ein Flachdach hast, dann ist Kapillarwirkung stärker. Und nur dazu nehmen die Schindeln Wasser auch auf. Das heißt, die haben wie ein Schwamm. Und ja, gut, der restliche Tropfen, der noch hinten läuft, den Saft an die Schindel. Ne? Habe ich schon mal, glaube ich, gesagt. Aber ich weiß, ist ja wurscht. Auf alle Fälle schnitze ich da jetzt mal dahin, dass ich meine Fitte bringe, dass die nicht ausdrücken. Und dann passt das, würde ich sagen. Ja. Jawohl, so machen wir es mal. Also, harte Seiten, weiche Seiten. Harte Seiten, außen, außen, natürlich außen. Der Hort ist immer widerstandsfähig. So, zur Hälfte, ja, wegrufen. Ja, das ist, weiß jetzt noch, ja, das riecht wie eine Coca-Cola. Wie eine Coca-Cola. Und wenn es so riecht, ist ideal zum Schnitzen. Ne? Schrieblein machen. Da darf man schon was weg tun. Ne? Nicht zu viel, natürlich nicht. Aber darf man schon nach oben verjüngen. Ne? Nach oben verjüngen, so, dass da schön die andere Schindel auflegen kann. Und auf der Seite hier hinten komplett putzen. Ne? Kommt man da an. Zählt man da auf. Ne? Wie gesagt, ich bin kein Fachmann. Ich habe mir das alles da lesen und da schaut. So, umdrehen. Und dann, also. Natürlich brauchst du auf dem Messer gescheite Schneider auch um. Oder? Das ist die halbe Mitte. Sagen wir es so. Aber das geht so schön. Also, das ist wirklich. Ja, geht super. Und das zeigt doch, das ist der beste Anzünder. Da brauche ich nicht groß umeinander da Anzünder selber machen, lauter so Krampf mit Wachs und Schmarrn, wenn ich sowas habe. Ja, das lasse ich trickern, das tue ich, da tue ich die Phasen aufreißen. Nicht? Wenn ich was anzünden will, reiße ich die Phasen auf, so, nehme das Feuerzeug, zünde ich an, das brennt ein Licht los. Da brauche ich keinen Anzünder. Früher haben sie es auch so gemacht. Die haben auch nicht umeinander mit dem Wachs und auch so krank. Die haben Kürzen selber braucht, dass sie eine Lichtung. Ne? So, und so geht das ganz verloren. So, und eine echte Hand macht die Schindel, weil ich mir schon viel angeschaut habe, Schindel machen. Ja, das siehst du. Eine maschinelle siehst weg von der Handmatte, weil eine Handmatte hat alleweil, sag ich mal, so Hobelschlecht drin. Du weißt, einfach mit der Hand unterschiedlich Druck ausübst und dann hat es ein bisschen eine Wölbung. Also ein bisschen eine Oberfläche. Ne? Die Vaginalmappen, die haben arschglatt. Bei mir, ich darf es jetzt auch nicht in einer Tausenderweise machen wollen. Das ist klar, ich mag es halt für mich, für ein Projekt. Aber es ist einfach eine schöne Arbeit. Wenn man das mit Holz arbeiten macht, ist einfach eine schöne Arbeit. Kannst du tun, was du willst? So, jetzt haben wir da die halbe Seite, da die ganze. Und schon ist das Ding fertig. Außer die Phasen unten. Und zwar an der Außenseite, an der Unterseite machen wir so eine Phasen hin. So, dazu spanne ich das ein bisschen so schief ein. Wunderbar! Ja, das ist ein Pink, haben Sie sich auch vorher jetzt einmal überlegt. Und dann zieht man da sozusagen so eine Phasen. Ja, da muss ich schon noch üben. Da muss ich noch üben. Es ist noch kein Meister vom Himmel gekommen. So, das lehnen wir jetzt einmal, bloß zur Veranschaulichung. Das ist jetzt nicht so schön, aber das ist ja so. Im wahren Leben hat nicht jeder eine gerade Nase. Das ist ja so.
Und das ist eine echte handgemachte Schindel, meiner Meinung nach. Die ist nicht hundertprozentig gerade um. Ne? Die hat da seine Reifen drin. Die hat da die Nosen und so weiter. Und so schaut die Fasen ungefähr aus. Sieht man vielleicht ein bisschen. Und dann kann das Wasser da runterrennen, wenn die Fasen dann schon antropfen. Ja, oder kapillar und bei der nächsten und so weiter. Und so läuft das Wasser an. Ja. Schindelmacher hat mehrerlei Vorteile. Ja. Beim Schnitzen entsteht sowas da. Ist wie ein Parfüm. Ist beruhigend. Und zugleich ein super Extra fürs Osternestl, würde ich sagen. Also, fängt die Schindelmacher an, würde ich sagen. Das ist beste Extra. Wenn du deine tust, das ist Wahnsinn. Da springen die Kinder in Dreieck. Jawohl. So, ich bin noch ein bisschen beschäftigt mit meinen Schindeln. Ich werde noch ein paar rausschnitzen und ein paar rausspalten. Ich habe gemerkt, man kann sich da einiges an Arbeit sparen, indem dass man einen Holzspalter nimmt und schon einmal im Prinzip vom, ja, vom, von der Scheibe, die man runtergeschnitten hat, vom Baum, einmal das in vier Kocherstücke spalt, ja, mit dem Holzspalter. Dann hat man schon viel gewonnen, weil das ist eine brutale Arbeit. Als wenn du da Alukal hast dann, und mit dem Hackel da drauf trischst, das ist nicht optimal, weil da haut es ein bisschen das Alu, ein paar Alusplitter weg und dann, wenn du hast, das wieder in der Schnee drin vom Schindelmesser und. Also im Endeffekt wäre ich die nächsten, wahrscheinlich mit dem Holzspalter vierteln und dann mit dem Schindeleisen die kleine Arbeit machen. Da werde ich mir viel Arbeit sparen, schätze ich mal. Aber ansonsten habe ich nur ein bisschen was vor mir. Und für was die Schindeln sind, die sind für ein ganz spezielles Projekt. Aber so viel dazu später mehr in späteren Videos. Bleibt gespannt, bleibt schmeidig und bleibt gesund. Mit Holz kann man viel machen. Mit Holz kann man alles machen. Sogar Gesundheit. Ich wünsche euch was. Wenn euch meine Videos gefallen, wie alle Mal, bewertet es positiv und abonniert meinen Kanal. Und bis zum nächsten Mal. Habt ihr Servus. Jawohl!